JFT, just fair and direct. Ein herzliches Willkommen und Grüße zum neuen Handelsjahr für den ein oder anderen Zuschauer in dieser Webinarreihe. Erstes Webinar zur Clusteranalyse im Jahr 2023. Ich will sehen, ihr könnt unsere Startseite sehen und mich hören. Gibt es nochmal Feedback, denn im Jahr 2022 gab es ja hier immer wieder mal einige Störungen, will aber meinen, alles schlägt grün aus und die Übertragung ist stabil. Grüße nach Potsdam again, der liebe Andreas ist am Start, Horst ist auch schon zugegen, bestätigt sozusagen alles am Laufen und sendet auch sogleich ein gesundes, schönes neues Jahr, genauso gleich. Falls ihr will, hoffen, jeder ist gut rübergekommen und hat sich sozusagen auch, ja, mit genug Energie gesegnet, um die Märkte im Jahr 2023 zu beglücken. Ihr wisst heute die Clusteranalyse, die technische Clusteranalyse, so ist es richtig ausgedrückt, als Duo wieder hier zugegen. Ich will gleich mal sehen, ob der Bernd schon am Desk ist, denn wir sind heute wieder zweierlei und insofern auch Grüße durch den Äther an den lieben Bernd. The phone is on. Hallo Chris und auch von meiner Seite ganz liebe Grüße in die Runde und ja, allen ein frohes neues Jahr und ein gesundes Jahr vor allen Dingen. Das stimmt, in der Tat. Ein bisschen räusperlig bin ich noch immer unterwegs. Man mag meinen, der C-Virus schlägt umeinander, aber wie es eben in Influenza-Zeiten ist, ist das ja nichts ungewöhnlich. Gott sei Dank schlägt das nicht solche Wellen wie in den letzten zwei Jahren, sodass wir das Jahr ja gut beginnen können und natürlich auch gesund fortsetzen. Bernd hat schon genug frische Luft geschnappt, will ich meinen. Insofern bist du dann auch ready to go für unseren heutigen Auftakt im Jahr 2023, oder? Absolut. Frische Luft tut immer gut. Bei den Temperaturen, das ist klare Luft, kalte Luft, das ist immer schön. Gleich kalt und klar. Wir kommen ja bei der Clusteranalyse auch zu diesen saisonalen Verhalten. Und ich muss feststellen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir in den nördlichen Regionen ist oder auch bei dem einen oder anderen Zuschauer, speziell Andreas, der Twitch-Community over the German land sozusagen. Hier bei uns im Alpenländer ist es schon eher wirklich bescheiden, um nicht zu sagen dürftig, was die Winterlandschaft angeht. Also ich meine, dafür, dass wir wirklich in den Voralpen leben, der Klimawandel, kann man jetzt halten, was man will von, es ist aber einfach so, dass die Temperaturen nun mal steigen und also Schnee in weiter Ferne. Wir hatten irgendwie November tatsächlich ein Stück weit echten Winter. Zum Dezember wurde es dann gerade Richtung Weihnachten und Neujahr tatsächlich schon wieder sehr düster oder sehr, 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 sehr trüb in der Richtung. Und momentan ist es halt einfach herbstlich. Also es ist echt viel zu warm. Das muss man ganz klar sagen. Das ist interessant. Ich hatte am Wochenende ein bisschen Skilaufen geschaut im Fernsehen. Und selbst in der Schweiz, die haben ja viele 4000er, da liegt fast kein Schnee. Das ist also wirklich alles grün, nur die Kunstpiste da. Also Wahnsinn. Ja. Und wenn wir uns in 50 Jahren mal den Seasonal Chart von den Temperaturen, du hast ja in deinem Seasonal Chart auch immer, wenn wir uns den in 50 Jahren mal anschauen, dann sieht die Kurve wahrscheinlich ganz anders aus. Es ist anzunehmen. Also insofern willkommen. Ihr seht auch den Slide zur technischen Clusteranalyse. Wie Bernd schon sagt, Seasonals, Wetterphänomene, das ist ja auch das, an das wir uns so ein Stück weit hier lehnen. Gerade eben saisonales Verhalten und darum geht es auch bei uns. Weil wir das natürlich ableiten. Und es ist eben auch niemals in Stein gemeißelt. Genau wie der Bernd schon sagt, es ist anzunehmen, dass es tatsächlich wärmer wird. Ich habe jetzt auch unlängst mal gelesen, 2024, 2025, warum sie jetzt 2023 ausgelassen haben, weiß ich nicht. Aber zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren wird wohl wieder ein Rekordsommer verbucht werden. Und wie du schon sagst, beim Skilaufen, beziehungsweise ich wohne ja nahe Österreich und da ist es genauso. Ich sag's mal echt erbärmlich. Du hast wirklich nur die Kunstpiste und rechts nebenan grünt es. Das ist einfach schon irgendwie eine verrückte Welt. Also das ist etwas, mit dem man sich anfreunden muss. Und wie sagt man so schön, entweder nimmt man es hin und akzeptiert es oder man lernt damit umzugehen oder macht das Beste draus und das tun wir. Und insofern rein ins Thema an der Stelle. Wie gesagt. Eine kurze Bemerkung noch. Solange sich die Klimaaktivisten nicht auf der Piste festkleben und ich meine Skirennen schauen kann, ist alles so gut. Ja, das ist in der Tat auch hier und da fragwürdig, aber
Klar, man muss Aufmerksamkeit schüren. Wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Da sind wir jetzt sicherlich hier nicht in einem Philosophen- oder Politik-Blog unterwegs oder Podcast. Am Ende des Tages kann sich da jeder seine Meinung bilden. Aber ja, letztlich Klimawandel gab es schon immer. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo sich wirklich was verschiebt. Und wie du schon sagst, in 50 Jahren, boah, meine Fresse, da sieht die Welt schon, verzeiht den Ausdruck, aber sicherlich ein Stück weit anders aus. Was bei uns jetzt anders aussieht, ist die Tatsache, wenn wir, und da müssen wir jetzt mal langsam ins Geschehen übergehen, klarerweise hier, wie darf man sagen, konkrete Handelsideen liefern. Und das ist natürlich auch Sinn und Zweck des Webinars, dass wir hier auch ein Stück weit auf die Details eingehen, die für uns interessant erscheinen. Dann ist es natürlich für euch niemals eine Handelsaufforderung. Eh klar, das wisst ihr, aber wir wollen der Gesetzmäßigkeit und Regulation Genüge tun, dass ihr das auch wisst. Und gerade wenn ihr auch eben jetzt speziell CFDs handelt, gehebelt, beide Richtungen, achtet da auf euer Risiko. Das will man an der Stelle immer wieder auch anfügen. Ansonsten will ich hoffen, mal jeder von uns ist hier schon bei JFD aktiv. Wir sind einfach gerade im Bereich Trading ganz vorn dabei. Aktienhandel ja mittlerweile auch. Aber gerade eben Core Spreads, Interbankenhandel, das ist das, worum es geht. Und wenn ihr dann Marktzugang sucht, dann seid ihr doch mal willkommen. Und heute wollen wir aber nicht so sehr in das Intraday Trading gehen, als vielmehr natürlich das Lagebild erstmal zeichnen. Und da mal eine Frage. Julian schreibt gerade, endlich wird's mal wärmer. Ja, absolut. Also, ich weiß nicht genau, wie es dann mittellangfristig in Zypern wird. Ja, wir haben ja jetzt im Sommer da schon 40 Grad, 45 Grad. Da haben wir dann wahrscheinlich wirklich Sahara-Verhältnisse in den nächsten 30, 50 Jahren. Wir wissen es nicht. Es verschiebt sich letztlich alles und ja, es wird wärmer. Am Ende des Tages, wie gesagt, wir machen das Beste draus. Aber Preisfrage in die Runde, weil der Raum füllt sich. Jetzt haben sich auch noch ein paar weitere Teilnehmer eingefunden. Leute, wie bewertet ihr denn das Handelsjahr 23? Ich sag mal, speziell auf den S&P 500 bezogen. Lass mir da gleich noch mal ein großes Bild nochmal in den Raum werfen. Was glaubt ihr, notiert der S&P 500 zum Jahresende höher oder tiefer als zum Jahresauftakt? Was glaubt ihr denn? Und gerade weil wir bei Seasonal und Pattern sind, habe ich da gleich einen Schmankerl für euch, was ich erst heute gelesen habe. Das zeige ich euch gleich. Aber es geht auch darum, dass es da gewisse Marktteilnehmer gibt, die das auch schon länger verfolgen und auch systematisch handeln. Aber ich will mal sehen und wissen, Leute, glaubt ihr, dass 2023 ein Bullenjahr wird? Also sprich, der S&P 500 wird positiv schließen oder negativ? Okay, Horst, volatil, davon gehe ich auch aus. Also es dürfte schwanken. Das ist ja auch das, was wir brauchen, Leute. Also dass wir hier in den Jahren, wo der Markt jetzt gerade auf dem S&P 500 straight nach oben ging, also Volatilität war da Mangelware, aber lasst doch mal eine Meinung da, was hier am Ende des Tages eure Einschätzung ist. Also ich sag mal jetzt, ohne jetzt schon direkt zu sagen, um was es geht, ist die Tendenz relativ klar. Das ist ganz spannend. Finde ich auf jeden Fall super. Erstmal danke für die Teilnehmer und die wo noch nicht abgestimmt haben, gern auch nochmal da die Finger schnitzen auf der Tastatur. Wie gesagt, es gibt ja auch so eine coole Go-to-Webinar-Funktion mit Umfrage-Button, ja, den ihr dann praktisch direkt serviert bekommt. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Habe ich irgendwie vor Jahren mal genutzt. Ich muss das echt mal vorab einstellen, weil natürlich dann immer auch richtig die Interaktion zum Tragen kommt. Sprich, ihr könnt es dann interaktiv abstimmen und dann sehen wir auch direkt die Auflösung. Am Ende des Tages, wenn ich das mal grob überschneide, habe ich jetzt bislang überhaupt keinen, vielleicht Kontraindikation, der den S&P 500 schwächer sieht. Zum Jahresende wohlbemerkt. Ja, also das heißt, das Jahr ist frisch. Wir haben gute, ja, wenn man den Januar nochmal komplementiert, 12 Handelsmonate vor uns. Und da kann natürlich viel passieren. Ja, hier im Big Picture, Bernd, und du wirst dich erinnern, der S&P hat jetzt -27% hingelegt im Handelsjahr 2022. Ich will meinen, dieser Korrekturzyklus hat zumindest mal ja seine Wahrheit erfüllt am Ende des Tages. Sozusagen darf man sagen, das markante Hoch wurde im Bereich des 7-Jahres-Zyklus erreicht. Und wie wir jetzt hier sehen, hat sich dann gerade in diesem 7-Jahres-Zyklus, gerade auch auf die Vorjahre bezogen, siehe hier Dotcom-Blase, siehe hier Finanzmarktkrise, der eigentliche Abwärtsimpuls auch nach diesem 7-Jahres-Zyklus Abstand vollzogen. Wir sehen das hier. Ja, das kann man auch noch immer weiter noch zurückgehen. Da sehen wir hier die verschiedenen Parameter. Ich muss das mal ein bisschen stauchen. Bernd, du hast irgendwas auf der Lippe.
Ich war gerade irritiert über die Zahl mit im Jahr 2020 minus wie viel Prozent? 22? Nee, 27. Das war der Nasdaq, oder? Der S&P auch? Der S&P auch, ja. Soweit ich das jetzt erst unlängst. Ich habe jetzt eine Analyse eigentlich, die schieße ich heute noch raus. Und wenn ich da nicht komplett falsch lag, hat der S&P tatsächlich minus 27% gemacht. In der Tat. Also den Nasdaq habe ich mit etwas über 30 im Kopf, aber S&P, das ist natürlich schon krass, wenn der auch. Ich hatte mir die Vergleichsindizes DAX, Dow Jones und Nasdaq angeschaut, aber dass der S&P so krass im Minus war. Das hatte ich jetzt, ja, das ist, ja. Also das ja, würde mich jetzt wundern, schau mal her, im Tief, da haben wir es. Ja, im Tief, aber zum Jahresschluss. Ja, ja gut, aber Tief, auf jeden geht, Fall. Es geht ums Tief. Also Jahresschluss gebe ich dir recht. Jahresschluss ist ein bisschen positiver. Da muss man, wo sind wir da hier? Ja, ja gut, also, da sind es um die 20, aber im aber Final. Aber ist für den S&P auch verdammt viel, weil da ist ja wirklich marktbreit und da sind große Werte drin und 500 Titel, 20%, das ist schon mal eine Nummer. Das ist eine Nummer und es ist ja halt tatsächlich auch eine Nummer dahingehend, dass wir um diesen Zyklus herum eben wieder immer wieder größere Korrekturphasen gesehen haben. Ich meine, man hat auch zwischendurch Korrekturphasen, aber gerade mit dem 7-Jahres-Abstand hat man eben hier diesen Button und ich müsste eigentlich auch mal sehen, wie sich das verhält, wenn ich jetzt das Ganze ein Stück weit, ihr seht das hier, ich kann das so ein Stück weit mal in die markanten Hochs anpassen, da wird das Ganze sogar noch spannender. Ja, wenn ich diese, also jetzt auf die 70er, 80er Jahre, und das ist echt schon crazy, wir sind hier im Big Picture, so weit zurückzugehen, aber wenn ich sozusagen diesen 7-Jahres-Abstand ein bisschen näher an die Hochs ranziehe, dann hast du hier eben so einen Spielraum, wo du sagst, um diesen 7-Jahres-Abstand wurden eben immer wieder markante Hochs markiert, anschließend daran wiederum Korrekturmärkte. Und wir sind jetzt mit 27% im Tief. Und gekauft, Bernd, also so sagen wir mal, zum Jahresende waren es um die 20%. Und da hast du ja laut, sage ich mal, klassischer Bewertung, ist ja immer die Frage, was ist denn nun ein Korrekturmarkt? Ne? Also laut meiner Philosophie oder laut meinem Wissensstand ist das alles, was in Richtung plus 20% geht. Das ist Korrektur. Also wenn du jetzt irgendwie einen Markt hast, der minus 10% gegangen ist oder 15%, dann ist das per Definition noch keine Korrektur. Größer 20% wird ein Korrekturmarkt definiert. Wobei ich da auch sage, ich weiß gar nicht, woher diese These stammt. Ich habe es, wie gesagt, früher mal aufgesogen im Rahmen meiner autodidaktischen Learnings und Korrektur eben ab 20%. Und wir sind in einem Korrekturmarkt und wir sehen aber auch, dass gerade eben zur Dotcom-Blase und eben zur Finanzmarktkrise das eigentliche Movement ja im Anschluss erfolgte. Ja, also dass man wirklich sagt, das ist wie gesagt auch hier nicht in Stein gemeißelt. Man kann hier jetzt ja diesen 7-Jahres-Zyklus individualisiert verschieben. Da werde ich demnächst mal mich auch mit auseinandersetzen, ob wir das nicht ein Stück weit nach vorne und hinten schieben können. Aber letztlich dreht sich das alles so um den Bereich, wo wir jetzt eben sind. Und jetzt ist eben die Frage, und ihr schreibt es ja gerade, grundsätzlich erwartet ihr als Zuschauer eine steigende Tendenz. Und da gab es auch heute vom lieben Oliver auf dem Stock3-Channel hier diese Nachricht. Und das ist tatsächlich jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Die Marktteilnehmer der längeren Teilnahme werden das wissen. Es geht hier speziell um die ersten 5 Handelstage im neuen Jahr. Und hier hat der S&P eben statistisch tatsächlich eine gewisse, ja, ich sag mal, Relevanz bewiesen. Wenn nämlich die 5 ersten Handelstage positiv waren, schloss das Handelsjahr auch positiv. Und hier sitzt auch daraus, ergibt sich jetzt momentan nach der jüngsten Auswertung vom Oliver, schätze ich auch sehr, den Kollegen kenne ich auch persönlich noch aus meinen Münchner Zeiten in dem Börse Go Tower sozusagen, hat er eben hier genau das analysiert und das ist eine ganz frische Bewertung, Beitrag, Analyse von heute Morgen, nämlich hier, dass wir mit 83% einen positiven Jahresabschluss wohl erleben werden. Also das ist in der Tat spannend und insofern könnte der Korrekturmarkt auch sein Ende gefunden haben. Der 7-Jahres-Zyklus hätte sich bewahrheitet und jetzt Obacht geben, rein saisonal statistisch, wir sehen das in diesem Zyklus, haben wir jetzt dann, zwischengeschaltete Korrekturen inklusive, aber erstmal wieder wohl einen Bullmarkt zu erwarten. Ob der natürlich so aussieht wie das, was wir hier seit 2008 gesehen haben, also diese Rallye-Phase, wird meines Erachtens natürlich maßgeblich von den Notenbanken beeinflusst werden, sprich Zinspolitik. Gibt es am langen, kurzen Ende Zinsen für, in Anführungszeichen, Geldablage ohne, sage ich mal, unternehmerische Risiken, dann ist das natürlich was, wo das Geld hinfließt. Gehen die Zinsen wieder zurück,
wird die Inflation in Schach gehalten, dann ist das natürlich wirklich Futter für die Märkte. Und glaubst du, da werden natürlich die Kryptos und auch die Technologie wieder anziehen. Obgleich ich nicht davon ausgehe, dass wir sowas erleben wie eben, und da muss man sagen, war man einfach in einem phänomenalen Jahrzehnt, ja, 2008 bis 2020, darf man ja ruhig sagen, oder ja, in der Spitze eben auch bis 21, bis dann verschiedene Märkte 21, 22 ihre All-Time-Highs ausgebildet haben, in einem Eldorado der Kursgewinne. Ja. Du konntest ja kaufen, was, na, wolltest nicht. Also jetzt, wenn du eine Deutsche Bank gekauft hast oder auch Morphosis oder andere Aktien, dann war es jetzt nicht unbedingt so der Runner, aber es gibt im Prinzip tatsächlich, es gab im Prinzip tatsächlich weniger Rohrkrepierer, als dass man hier eben wirklich viel Geld hat verdienen können. Ob das eben gleich Samenstein nach oben geht in den nächsten 7 bis 10 Jahren, puh, das wird uns der Markt in eben 7, 10 Jahren beweisen. Was wir jetzt machen können, ist einfach die Clusteranalyse ein Stück weit runterzubrechen auf das, worauf es ankommt. Und da hat der Bernd ein Stück weit was an Aktien mitgebracht und ich eben auch, beziehungsweise eben die Indexbeschau ist mir jetzt hier erstmal wichtig. Und da haben wir den S&P. Da gibt's heute, wie gesagt, auch nochmal eine Analyse zu. Wir sehen eben grundsätzlich diesen intakten Abwärtstrend. Markiertes Tief, Oktober, Aufwärtsbewegung, hier Bestätigung dieser Trendlinie übrigens. Die wurde meines Erachtens überhaupt erstmal ein Stück weit manifestiert, eben mit diesem letzten Hoch im Dezember. Die Linie kann man natürlich auch ein Stück weit justieren, auch ein Stück weit, um das Hoch hier vielleicht vom August noch mitzunehmen. Ja, ein Stück weit anziehen, das machen wir jetzt mal nicht zu genau mit der Kalligrafie. Grundsätzlich hat sich hier ein Abwärtstrend bestätigt, gerade auch hier mit diesem Doppeltop um 4.100. Sehr, sehr spannend. Markt kippt ein. Übrigens hier entgegen der Dezember-Saisonalität schwach. Wieder mal, ne, Bernd, das ist auch so ein Thema, hat sich der Index jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert zum Jahresausklang. Ging eben nicht nach oben, sondern nach unten. Und das ist für mich so ein Stück weit eine Indikation, dass wir zumindest in Q1, also bis März, hier ein Stück weit noch seitwärts, abwärts tendieren, um möglicherweise, ja, hier könnte man schon eine SKS vermuten, Schulter, Kopf, Schulter am Ende des Tages, also inverse Schulter, Kopf, Schulter wohl bemerkt. Ja, der Kopf wäre das hier und hier bildet sich vielleicht eine rechte Schulter aus. Andererseits kann der Markt eben hier meines Erachtens sich im Q1 noch finden unter Volatilitätsgesichtspunkten, um dann ja möglicherweise auf Q2, Q3 ist ja das Sommerquartal, ist immer ein bisschen kritisch, aber hier zumindest zum zweiten Halbjahr hin dann ja diesen Abwärtstrend zu brechen und man achte auf diesen Death Cross. Das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Das war auch ein Thema von mir auf den Socials damals hier im Frühjahr nach dem Motto, wenn sowas passiert, und das ist natürlich auch statistisch tatsächlich belegbar, in Seitwärtsmärkten verliert natürlich so eine Indikation. Ja, also das heißt, hier cross der EMA 50 den EMA 200 von oben nach unten, also der kurze den langfristigen EMA, dann ist das ein Death Cross und umgekehrt. Ja, wenn der kurzfristige dann praktisch den langfristigen von unten nach oben crossed, haben wir den Golden Cross. Und das ist per se anhand der technischen Analyse Kauf- und Verkaufssignal. Und diese Signale sind natürlich, gerade weil es EMA sind, natürlich immer verzögert. Das heißt, du wirst nie das Tief oder Hoch eines entsprechenden Marktes finden. Aber es ist zumindest eine Indikation, wo der Markt hingehen kann. Und das ist auch wieder Thema Clusteranalyse. Wir haben nämlich den Preisschart und in dem Fall zwei simple EMAs, die euch einfach eine Indikation bieten, bin ich jetzt long im Markt oder short oder bleibe ich eher seitwärts. Hier haben wir so eine Phase im Jahr 2016, da ging es ein Stück weit schüttelhaft hin und her. Das heißt, hier hätte man theoretisch verkauft. Ja, dann hätte man nochmal so einen Doppelboden hier gesehen. Dann ist der Markt wieder über die EMAs gestiegen, hat sogar hier den Golden Cross vollzogen, um danach kurzer Zeit, ja, später wieder diesen Cross zu machen. Und das ist natürlich etwas, wo solche, ich will sagen, Trendfolgeindikationen, gerade EMAs, ja, total scheitern. Ganz klar. In Seitwärtsmärkten haben die nichts verloren. Jetzt ist natürlich die Sache, wie kann man das sozusagen ein Stück weit selektieren? Auch hier hilft natürlich die Clusterbeschau. Das heißt, am Ende des Tages solltet ihr euch den Preis selber mal anschauen und überlegen, in welcher Marktphase stecken wir denn hier? Das heißt, der ist hier vom Aufwärtstrend gekommen, hat den Golden Cross, den Death Cross gemacht, neue Tiefs generiert. Im Prinzip dieses Verkaufssignal absolut relevant. Also definitiv handelbar. Dann hat sich hier so eine Unterstützung ableiten lassen, tief von 2014 hier in die Jahre 2015 oder ins Jahr 2015. Das war schon eine Art Doppelboden. Dann hat sich der Markt wieder nach oben gepumpt, hier den Golden Cross gemacht. Aber, jetzt kommt das Aber, dieser Golden Cross hat es nicht geschafft. Ich will sagen, diese Range, die wir hier sozusagen jetzt da schon mit dem Bruch des EMAs beziehungsweise des Death Crosses haben hier zeichnen können,
hat es der Markt nicht geschafft, hier neue Hochs auszubilden. Und da sollte man drauf achten mit den EMAs. Ja? Sprich, wenn wir irgendeinen Cross haben, macht der Markt danach entweder ein neues Hoch oder neues Tief, Trend, Folgentrend bestätigend. Und mit diesem, ich sag's mal, negativen, mit dieser negativen Auflösung dieses Death Cross, sprich positiv, also hier wieder Golden Cross, hätte der Markt erstmal das Hoch hier vom November rausnehmen müssen und auch diese, sag ich mal, obere Barriere. Ja, da er es nicht geschafft hat, war dann praktisch schon mit diesem Cross hier absehbar, hey, weiß ich nicht, was das jetzt wird, aber zumindest ist es jetzt zumindest mal kein starkes Kaufsignal. Warten wir mal ab, was passiert. Insofern hätte man die Seitwärtslinie bevorzugen, Seitenlinie bevorzugen können. Dann gab es ja nochmal diesen Death Cross, mieses Signal hier, 2015, 16. Da gab es dann auch das Abkippen nach unten. Hier war ich dann übrigens auch so ein Stück weit in bärischer Stimmung bezogen, auch auf diesen großen Chart hier. 2015, 16, das ist hier die Situation gewesen. Da hat nämlich auch, das war das China-Thema. Ja, da gab es, Apple hat schlechte Zahlen gemeldet. Da gab es zum Jahreswechsel auch ein Stück weit Turbulenzen. Und hier hatten wir auch diesen 7-Jahres-Zyklus schon. Jetzt habe ich den ein bisschen dahin verzogen. Jetzt gehen wir mal hier auf die Richtung, wo ich ihn vorher hatte. Und da war ich tatsächlich der Mega-Bär, in Anführungszeichen, weil da habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir 7-Jahres-Zyklus, passt genau. Wir haben hier so einen Doppeltop ausgebildet beim S&P und die Nachrichtenlage ist schlecht, Schrägstrich. Jetzt haben wir hier sozusagen auch diesen Cross gehabt. Also mit dem neuen Verlaufstief Bear Market. Ja, also das war praktisch der Startschuss. Aber auch hier hat der Markt liquiditätsbezogen, Notenbank lassen grüßen, eben hier keinen großen Bärenmarkt eingesetzt. Und ja, da sieht man, dass diese EMA-Geschichte mit Vorsicht zu genießen ist. Deswegen neben dieser Thematik durchaus eben den Chart in Sachen Hochs und Tiefs beachten, obwohl hier die Tiefs mit dem Rausnehmen auch natürlich ein Fehlsignal waren. Da gilt es aber auch, diese, ich sag mal, fundamentale Politik im Auge zu halten und auch zu wissen, hey, was macht denn der Markt generell? Was macht denn die Liquidität am Markt beziehungsweise die Geldströme? Und wir sind in einer Dekade fallender Zinsen gewesen, Negativzinsen, dieser ganze Irrsinn, in Anführungszeichen, kapitalistisch betrachtet. Ja, ich meine, dass man Zinsen für seine Einlage zahlen muss, das ist ja in sich genommen schon total schizophren gewesen. Schweiz lässt grüßen, Negativzins. Und auch wir natürlich, die dann ein Bankguthaben größer 100.000 haben, plötzlich Zinsen an die Bank zahlen müssen. Was ist denn das für ein Irrsinn? Faktisch hat sich das jetzt alles gedreht wieder im Rahmen Normalität. Zinsen steigen wieder. Und das führte natürlich zum Kapitalentzug. Und das sehen wir im Prinzip eben auch hier, dass die Assetklasse Aktien, aber auch Kryptos, spekulative Asset-Klassen, hier unter Druck gerieten. Und das war neben diesem Death Cross dann eben auch ein bestätigendes Signal, ey Leute, der Markt fällt. So, jetzt gehen wir hier ein Stück weiter ins Eingemachte. Der S&P für mich, wie schon gesagt, in Q1, Bear, also ich gehe von weiterfallenden Preisen aus, wohl bemerkt, ob wir hier unten die Tiefs aus 22 rausnehmen. Ich spekuliere mal so ein bisschen auf eine inverse SKS, sagte ich ja schon. Also es wäre so ein Stück weit mein Traumszenario. Wir können uns jetzt hier so ein Stück weit herumkämpfen. Wir haben natürlich auch die Fed, wir haben noch Inflationsdaten, das heißt, wir haben definitiv Volatilität. Hier ist aber der EMA 200, die grüne Linie. Ich glaube nicht, dass wir darüber ansteigen können oder auch die Trendlinie jetzt brechen. Ich glaube es einfach nicht. Ja, glaube ich, dass wir dann eben nochmal in Richtung Süden gehen. Und hier muss ich dann eben zeigen, ob der Markt eine Stabilisierung findet oder nicht. Tatsache ist, wenn wir die Tiefs hier vom Oktober rausnehmen, dann geht es weiter gen Süden. Und das nächste Korrekturziel ist meines Erachtens relativ klar hier das Level der Horizontallinie 3242 beim S&P. Und wir bleiben beim S&P, weil das der Leitindex ist. Und hier haben wir auch, Clusteranalyse lässt grüßen, den 50er Support Fibonacci dieser kompletten Aufwärtsbewegung vom Corona-Tief bis zum Allzeithoch hätten wir hier bei 3242 praktisch 50% Fibo-Level erreicht und dann hätten wir natürlich auch an der Stelle, wenn wir jetzt die Projektion mal vollziehen, praktisch eine Korrektur im Bereich 30%, 32% vollzogen. Also wirklich mega mäßig, was am Ende des Tages natürlich dann die Frage stellt, wer hier die Korrektur beendet, meines Erachtens spätestens dort ja. Oder aber wir fangen uns schon hier oben. Also das wird sich jetzt zeigen in den kommenden Wochen, eben in Q1. Jetzt gehen wir auch nochmal auf den S&P. Ich hatte nämlich hier, hatte ich auch ein kleines Battle mit dem lieben Stefan Fröhlich auf Instagram, weil er meinte, er sieht den S&P ja ganz anders als ich. Wo ist er denn jetzt hier? Muss man anders machen. SP, da ist er. Denn saisonal, da gehen wir mal auf die letzten 25 Jahre, sehen wir eben hier auch speziell eine fallende Tendenz bis in den März hinein. Und das ist natürlich auch was ich auch gern kaufe hier auf die letzten 5 Jahre. Da muss man natürlich diese
Corona-Geschichte mal rausnehmen, hatten wir ja auch diesen Corona-Rausnahme-Button. Es sieht aber auch nicht wirklich so bullisch aus auf die letzten 73. Da sind wir wirklich jetzt im Big Picture. Haben wir letzte mehr oder weniger eine Seitwärtsphase, aber das ist auch zu weit gesponnen. Für mich 25 Jahre sehr interessant, also um das große Bild einzufangen, um auch dann die letzten 5 Jahre mal abgeglichen zu wissen. Und das sieht jetzt eben per se unter einen Strich gesagt einfach mal nicht mega bullisch aus. Und da wir im S&P eben in einem Abwärtstrend stecken, glaube ich jetzt nicht, dass wir jetzt hier den großen Rebound schon im Q1 sehen. Das wird sich im Q2 dann meines Erachtens auflösen, ob wir dann eben hier nach unten durchsacken oder tatsächlich eine Umkehr feiern. Für mich das Kaufsignal, um gleich mal das große Bild abzuhaken, wenn der S&P es schafft, hier die 4.165 rauszunehmen. Das ist eine schöne markante Horizontalzone. Hier wurde auch viel gebattelt im Jahr 2022. Einerseits hier Unterstützungszone, dann Widerstand, dann gab es den Fake-Ausbruch, wieder drunter gefallen. Tatsache ist, wenn wir hier drüber gehen, 4.165, dann dürfte meines Erachtens auch der Cross, der Death Cross nicht, sondern vielmehr der Golden Cross dann ein Thema sein. Und dann kann es sein, dass der Index nach oben zieht. Ob wir allerdings dann sowas erleben wie eben die letzten 10 Jahre, muss man abwarten. Möglicherweise sehen wir auch sowas wie 2018, 2019, so eine zähe Seitwärtsphase. Es gilt es mal abzuwarten. Wie gesagt, ich glaube, der große Bullrun, also es wird das einfach jetzt so vorzeichnet, ja, dass irgendwelche Techs 1000% zulegen, der große Tesla-Run und dergleichen. Ich denke, das ist alles erstmal in einer Phase der Verdauung. Ja, die Unternehmen haben ja immer noch horrende KGVs, die schreiben gar keine Gewinne. Und auch mit den Entlassungen in den USA, wo soll das Kapital herkommen? Es ist letztlich eine Riesensache, wo ich sage, braucht einfach Zeit, damit der Markt sich ein Stück weit normalisiert. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, eben von wo wir kommen, ne? Big Picture. Seit der Finanzmarktkrise und als die Geldschleusen richtig geöffnet wurden, da buchstäblich kann man nur unter dem Strich sagen, ist der Index eskaliert, sind die Indizes eskaliert. Und das auch über den Globus, denn ich hatte auch unlängst den Nikkei wieder mal auf der Pfanne. Ja, auch der Nikkei hat hier 2008, 2009, also zur Finanzmarktkrise, dann seinen exponentiellen Aufwärtstrieb erfahren. Und wir notieren jetzt hier wieder auf den Niveaus und da Obacht geben, einfach mal als Indikation. Der Nikkei notiert jetzt erst wieder auf den Niveaus, die er in den 90er Jahren erreicht hat. Ja, das ist immer das Ding, ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Aktie und halte die 20 Jahre oder leg mich schlafen. Das kann auch ein böses Erwachen geben. Ja, wenn ich hier 1990 gekauft hätte in diesem mega steilen Aufwärtstrend und 20 Jahre später, 2010, auf meine Aktiendepots geguckt hätte, ja hoppla, da wäre ich aber mal krass ins Minus gerutscht. Das heißt, hier natürlich auch der aktive Aktienhändler oder auch insbesondere Portfolioverwalter für sich selbst immer wieder gefragt, hier auch auf die gewissen Trends aufzuspringen. So, ob die Kryptos jetzt der nächste Megatrend sind, das muss man auch mal abwarten. Ich meine, die Grafik von gewissen Metaverse-Coins oder auch die Geschichte von Metaverse bei Meta selbst, also ehemals Facebook, tut mir leid, Leute, das ist ja nur peinlich. Also ganz ehrlich, ich meine, wenn ich mir die Spielindustrie anschaue, was das für 3D-Grafiken sind, Virtual Reality lässt grüßen, und ich dann aber sehe, was Mark Zuckerberg mit, weiß ich nicht, 10 Milliarden Dollar mittlerweile da produziert hat, also da falle ich ja echt vom Stuhl. Also da muss wirklich noch viel passieren, damit das alles richtig salonfähig wird. Aber Thema Kryptos, Blockchain ist eine digitale Etablierung. Und da sage ich immer, schaut das Internet der 90er Jahre an. Das ist eine relativ ähnliche Entwicklung, die ich da meine. Wie gesagt, von denen mittlerweile, ich glaube, es sind 15.000 Coins sogar, wird es 90% in 10 Jahren nicht mehr geben. Aber die sich durchsetzen, die werden sicherlich ihre Rolle spielen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeswitcht zu den Kryptos. Lasst uns auf dem Aktienmarkt bezogen bleiben. Hier der S&P, bevor ich dann auch zeitnah mal das Zepter dann an Bernd gebe, der sich hier schon langweilt, glaube ich, schon die Stirn runzelt. Nein. Und endlich mal ins Mic will. Nein, Chris, mach dir keinen Stress. Du machst das sehr gut. Also den S&P hätte ich nicht besser einschätzen können. Und vielleicht zusammenfassend noch von meiner Seite zum S&P. Die fetten Jahre wie in den letzten 10, 15 Jahren, die sind halt jetzt, wie soll ich mal sagen, die sind einfach vorbei. Es wird natürlich Aufwärts- und Abwärtsbewegungen geben, hochvolatil, schätze ich mal, immer wieder News aus bestimmten Ländern. Aber die ganz große Rallye und die Hosse, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, sehe ich auch nicht. Von daher eher auch Korrekturpotenzial, unter anderem auch das ganze Geld, was nach der Finanzmarktkrise da in die Aktienmärkte reingeflossen ist, das wird jetzt zum Teil natürlich auch in Anleihen umgeschichtet, weil es einfach wieder Zinsen gibt. Somit fehlt das Geld natürlich an den Aktienmärkten. Von daher die Riesenhosse oder die Riesenrallye sehe ich auch nicht.
Absolut unterschreibe ich dir. Das ist eben die große Preisfrage. Also A, ob die Notenbanken die Kurve kriegen mit der Inflation. Thema auch, wir würgen jetzt nicht die oder machen jetzt eine große Depression aus der ganzen Weltgeschichte, was natürlich dann das wäre, wo wir dann wieder zurückgeworfen werden in Japan. Sprich, man versucht irgendwie die Inflation oder die Preissteigerung in den Griff zu bekommen und erreicht dann sozusagen das Thema Deflation, / auch Wirtschaftsverlangsamung. Da helfen auch niedrige Zinsen nichts. Das heißt, das kann auch alles, ein Echtzeitexperiment, wo man jetzt einfach mal sehen muss, ob die Notenbank, sprich insbesondere die Fed, aber auch die Notenbanken weltweit, die ihre Zinsen seit 2021, 2022 speziell dann angehoben haben, ob die die Kurve kriegen und eben auch den Finanzmarkt dahingehend wieder auf einen, ja, ich sag mal, normalen Weg bringen können. Und das muss man, ich meine, Japan hat ja auch, wie übrigens die Schweizer Nationalbank, unglaublich viele Assets gekauft, also Aktien. Ich wollte es gerade reinwerfen, Chris. Wenn ich mir die japanische Notenbank anschaue, die glaubt, die besitzen 90% der Staatsanleihen, oder? Also die kaufen ja alles auf. Und diesen in Anführungsstrichen Altlasten müssen sie im Laufe der Zeit auch irgendwann mal wieder abbauen. Mhm. Und ja, das ist, also die ganz große Liquidität ist erstmal raus aus den Aktienmärkten. Von daher, die werden nicht, ich denke mal, nicht komplett abschmieren, aber eine gesunde Korrektur, 30%, schaust du die Steigerung an. Was sind 30% eben. 2005, also von daher, alles ist in Ordnung. Die Leute müssen auch mal ein bisschen ruhiger bleiben. Du kannst ja nicht jedes Jahr ihr 18-20% in den Aktienmärkten machen. Funktioniert auf Dauer dann auch nicht. Und wenn ich mir die Langfristig, hab ich mir letztens noch angeschaut, der DAX hat übrigens seit langfristig eine durchschnittliche jährliche Rendite von gerade mal 6,8%. Noch weniger als der S&P, da schau an, ne? Ja. Das ist auch interessant zu wissen. Zum DAX komme ich auch noch gleich, bevor ich dann noch eine interessante Aktie für euch habe. Aber absolut richtig. Absolut richtig, Bernd. Hier ist natürlich Selektion wichtig, Leute. Also es ist natürlich wirklich so, dass man am Ende des Tages, wie Bernd schon sagt, also wahrscheinlich die fetten Jahre da erstmal streichen kann. Also spricht aber nichts dagegen, dass die ein oder andere Aktie wirklich durch die Decke noch geht. Hier ist eben Selektion oder Diversifikation wichtig. Ich meine, mit einem ETF machst du jetzt auch nichts falsch, aber das ist da eben auch die Renditen der letzten 10 Jahre, sondern ich mache mal locker immer zweistellig, ja, ob das jetzt 12, 15, 20% sind. Es ist, wie gesagt, alles sehr unreal gewesen, Big Picture technisch, weil gerade die großen aktiven Hedgefonds das ja nicht mal schaffen, langfristig 20% plus zu generieren. Und die sind nun wirklich aktiv. Hier muss man halt wirklich das große Bild auch betrachten und schauen, dass Selektion Trumpf ist. Da wirst du uns auch gleich eben auch zeigen, mit was man hier an den Markt gehen kann. Ich switche mal rein hier unseren Selection Screener. Tolles Tool, um hier den aktiven Handel sozusagen ein Stück weit zu forcieren und eben auch selektiv, ich will sagen, an den Märkten vorzugehen. Und hierbei ist natürlich auch immer der Marktteilnehmer gefragt, der dann auch die Benchmark schlägt. Ja, ich meine, wir haben ja auch mit unserem Forex-Bullen-Tool, da haben wir jetzt, sag ich mal, 6-7% letztes Jahr gemacht, aber Gewinn, kein Verlust, wie die Indizes. Und wir werden auch dieses Jahr wieder einen Gewinn machen, wahrscheinlich keine 30-40%, wobei das möglich ist, wenn man den Hebelfaktor vergrößert, genauso wie bei dem Seasonal Bull, den du jetzt gleich zeigst. Es ist immer eine Frage des Risikoappetits, wie viel man am Ende rausholt. Man muss aber auch bereit sein, natürlich hier ein Stück weit etwas verlieren zu können. Faktisch aber, wenn man da diversifiziert, da gebe ich euch einfach den Tipp, streut euer Risiko, ein Stück weit aktiver Handel, verschiedene Assetklassen. Schaut euch da, wie gesagt, auch unseren Forex Bull gern an, der hier tatsächlich sehr gute Arbeit leistet und wo wir dieses Jahr sicherlich auch neue Highs-Rekordstände erzielen werden. Wahrscheinlich auch viel besser als letztes Jahr. Aber grundsätzlich muss man da einfach schauen, wohin die Reise geht und auch hier sich neben solchen Tools und Features der technischen Analyse bedienen. Ja. Und da ist es eben so, ich zeige euch jetzt gleich mal die Aktie, die ich sehr spannend finde, wo ich den Einstieg letztes Jahr im Sommer verpasst, im Sommer verpasst habe, hier im August. Da war ich wieder mal zu sehr der Erbsenzähler. Und zwar, ihr seht es schon, hier ist die Aixtron. Das ist wirklich eine Aktie, das ist so eine Art Chip-Support-Hersteller. Ich will gar nicht fundamental da irgendwie die große Trommel rühren, aber diese Aktie hat erstmal eben stark performt, ein Stück weit hier 2019, 20 auch seitwärts hingelegt, aber seit der Markt in einem Korrekturmodus steckt, hier eine ganz klare relative Stärke gezeigt. Und wir sind, jetzt muss ich mich wirklich mal rausscrollen, nahe der Allzeithochs, wollte ich nicht sagen, aber nahe der Höchststände von vor über 10 Jahren. Ja, Allzeithochs müssen wir noch mal ein bisschen stauchen, den Chart. Da werden wir dann hier zum Millennium-Geschichte, neue Markt lässt grüßen, da ist noch viel Luft. Aber
Wir sehen hier eine Aktie, die sich unlängst auch mit relativer Stärke zeigte und eben auch robust zeigt. Ich will nicht sagen, dass die Aktie billig ist, aber die ist technisch in einer sehr guten Verfassung. Aktuell, Cluster-Analyse wird jetzt hier im Detail geschnitzt, denn Folgendes, hier übrigens auch wieder meine Social-Media-Pfeile, wo ich dann auf Insta praktisch immer wieder so Tendenzen abfrage, was glaubst du denn, bricht die aus oder sehen wir ja eine Umkehr. Faktisch, im Sommer wollte ich sie hier kaufen. Ich Erbsenzähler hier im Bereich, was waren das? Ich habe eine Order drin gehabt, 22,15 oder irgendwie was. Ja, weil ich hier diesen Boden, ich dachte, die testet nochmal die Unterstützung. Ja, und dann ist sie hier losgerannt und ich dachte mir, ja, warten wir mal ab. Also musst du ja nicht immer panisch irgendeine Aktie hinterherrennen. Aber in dem Fall hat die Ixtron dann eben hier tatsächlich, sag ich mal, vom Sommertief bis zum Hoch erstmal saubere 45% abgeliefert, befindet sich jetzt aber seither in einem Schwächemodus, hat hier unlängst diesen Aufwärtstrend bestätigt. Sehr schön, ja, vom Sommer letzten Jahres herkommend. Logarithmische Preisschart, jetzt legen wir hier auch noch die Fibos auf. Hier gehe ich vom letzten Reaktionshoch bis zum letzten Tief. Aber jetzt hier die Fibo-Levels auf Sicht der letzten Wochen. Machen wir das Ganze noch logarithmisch. Dann haben wir jetzt hier die Situation und ich bin versucht, die Ixtron tatsächlich in Kürze nochmal einzusammeln, wenn wir hier in diese Region nochmal abtauchen, weil ich diese Aktie spannend finde. Auch mit eben der relativen Stärke gesegnet. Schaut euch das an, seit der Markt im Prinzip eine Schwäche zeigt, dreht die Aktie auf. Das ist schon mal etwas, was mir tendenziell gefällt. Und wir haben einen etablierten Aufwärtstrend. Wir haben hier die Fibo-Levels. Das ganze Preisgeschehen hat sich hier im 61er-Niveau stabilisiert. Jetzt sahen wir gestern und auch heute eine entsprechende Schwäche im Markt. Wichtig wird sein, dass die Aktie hier nicht unter diese Marke, ich will mal sagen 27,26 €, 28 hier dieses Level, das sollten wir jetzt nicht runterfallen. Wenn das passiert, ja, dann sind wir nochmal ganz schnell im Bereich 24,50 herum. Aber wenn das eben hält, dieses Niveau, und das ist jetzt die große Gretchenfrage, ich bin ja ein Stück weit bärisch für den S&P in Q1. Vielleicht tut die Aktie mir, Schrägstrich uns, je nach Ansicht der Dinge, den Gefallen, dass sie tatsächlich hier im laufenden Q1 nochmal zurückkommt hier in diesem Bereich. Natürlich wäre dann der Aufwärtstrend gebrochen, das ganze charttechnische Setup nicht mehr so bullisch, aber die Grundtendenz stimmt meines Erachtens noch. Aber Early Birds, wer hier schon theoretisch spekulativ einsteigt, könnte darauf spekulieren, dass wir den Trend weiter bestätigen und wir dann am Ende des Tages ja in Richtung des letzten Reaktionshochs oder des Widerstands hier aus 2011 um 33 € anziehen. Sehr spannende Aktie, sehr spannendes Niveau und ein Wert, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man eben hier solche Aktien sucht, die ein Stück weit ja außerhalb der Bear-Markt-Situation fungiert und außerhalb der generellen, negativen Preissektion. Es hängt eben auch davon ab, welche Branche man hier spielt. Und da habe ich auch noch hier unten Rio Tinto. Hier bin ich ja sogar selber investiert. Da habe ich im Übrigen auch diesen Ausbruch hier antizipiert, weil einfach diese Aktie auch mit einer relativen Stärke daherkam. Übrigens jetzt wichtige Side Note, wir kassieren hier 8% Dividendenrendite. Also das Ding ist eh schon mal rein vom Kaufen und der ursprüngliche Aspekt einer Aktie ist ja die Gewinnbeteiligung, sprich die Dividende. Und du hast hier mit der Rio Tinto einen klasse Dividendenwert. Das ist keine Handelsempfehlung. Wie gesagt, hier habe ich auch technisch die Aktie analysiert. Die war eben in dieser Seitwärtsphase hier und dann fing sie an, hier hoch zu eskalieren im November. Und hier bin ich reingesprungen, eben um diesen Ausbruch zu antizipieren. Und sie hat genau das getan. Sie hat auch jetzt diesen Abwärtstrend gebrochen. Und das sind Punkte, wo ich sage, hey, wir haben übrigens auch diesen Golden Cross aktuell vollzogen. Bei einer Aktie ist das immer ein Stück weit relativ zu sehen, aber es sieht zumindest mal sehr bullisch aus. Das Bild neben, dass wir eben hier eine starke Dividendenrendite haben. Ein hervorragender Titel, wie ich finde. Wenn man jetzt aber ein Stück weit selektiver vorgehen will, kann man sich eben auch Tools bedienen, wo man jetzt eben nicht hier beim Seasonex zum Beispiel irgendwie 1000 Aktien durchscreent und dann eben versucht, jetzt hier irgendein saisonales Pattern zu finden, was jetzt hier sozusagen ins Bild passt, um jetzt hier eine schöne Kauf- und Verkaufssituation zu finden, sondern man kann das auch alles schon vorgefertigt hier mit unserem Selection Screener vom Seasonal Bull erfassen. Dazu gibt es auch Newsletter, stelle ich euch gleich mal den Link rein, damit ihr so ein bisschen Einblick kriegt, was bei den Börsenbullen abgeht. Da haben wir den Forex Bull für den Intraday-Handel und den Seasonal Bull für den Swing-Trading-Ansatz. Und da sehen wir hier, dass da auf der rechten Seite eben hier die verschiedenen Aktien oder auch Währungen, man kann das jetzt hier auch klassischerweise selektieren, lieber Bernd, da wirst du gleich drauf eingehen, wunderschön vorstellen und eben hier zeitsparend interessante Assets finden, die
wieder Cluster-Analyse, unter saisonalen Gesichtspunkten in dem Fall nahezu durchgehend bullisch sind. Ja, Indizes haben wir jetzt keine mit Blick auf die nächsten 24 Tage. Wir schauen immer hier. Ja. Chris, wenn du jetzt auf Indizes klickst, ne? Jetzt sind ja nur die vorselektierten Signale drin. Wenn jetzt oben SB, also das sind ja die Seasonal Bull Signale, wenn du den blauen Button ausklickst, dann bekommst du auch die Indizes, nur es gibt keine Signale aktuell. Richtig. Das ist natürlich der Punkt. Danke für den Hinweis, Bernd. Wirst du jetzt, wie gesagt, nochmal ein Stück weit drauf eingehen. Es ist, wie gesagt, ein Tool. Jeder, der sich jetzt, weiß ich mal, nicht scheut, mit dem MetaTrader zu arbeiten. Du hast hier einen Selektionsscreener, der dir einfach eben Aktien auswirft. Da sehen wir eben hier entsprechende bekannte Werte. Aber auch, sage ich mal, ja, ich will mal sagen, Penny Stocks sind sowieso nicht, weil wir hier alle großen Aktien vom S&P 500 drin haben. Schrägstrich auch große European Assets, also keine Penny Stocks. Aber hier sind eben Sligro Food Group, keine Ahnung. Ja, die Aktie habe ich ja noch nie gelesen. Aber das ist eine Aktie, die saisonal, schwuppdiwupp, ja, hier einfach mal einen, in dem Fall bärisches Pattern oder bullisches Pattern vielmehr, aufwirft, wo ich sage, kann man sich anschauen. Aber auch hier gilt, immer wieder den Chart in die Betrachtung zu nehmen, ob das auch tatsächlich ja ein mögliches interessantes Setup ist. Und da hat der Bernd ein bisschen was mitgebracht, das schauen wir uns gleich an. Und jetzt sehe ich gerade von Michael, ich habe meine Zeit schon überzogen. Wie sind unsere Erwartungen für den DAX? Da, weil ich gerade Andreas sehe, mehr als 6,8% schaffe ich pro Woche nicht. Der Andreas wieder, unser Trader. Aber wie gesagt, Michael, an der Stelle, schaut da gerne in unserem Trading Room vorbei. Da ist der liebe Andreas am Start, schrägstrich analysiert den DAX täglich, aber auch gern im Big Picture. Ich will jetzt meine Meinung zum DAX gar nicht mehr ablassen, weil ich sonst Bernd die Bühne raube. Horst, ich schicke dir gleich den Link mal rein. Generell für euch den Link zu den Börsenbullen, da sich da auf jeden Fall zumindest mal die Newsletter-Anmeldung, wer sich da noch nicht traut, lohnt, um einfach einen Einblick in die Vorgehensweise von uns zu bekommen. Und am Ende sage ich immer, ist nicht mehr als ein Pizzabesuch, das Ganze mal auf Monatsbasis auszuprobieren. Jetzt aber, Bernd, bist du soweit? Kann ich dir den Bildschirm rüberschieben? Das kannst du gerne machen, lieber Chris. Meine Güte, jetzt bist du aber wirklich dran. Bin mal gespannt, was du uns zauberst an interessanten Werten, weil jetzt, wie gesagt, gehen wir ein Stück weit in die Praxis, auch was den Seasonal Bull geht und immer wieder Kontext, Cluster-Analyse. Ja? Also wir schauen uns Chart an, wir schauen uns Pattern an, Fibonacci, Seasonals. Es geht darum, verschiedene Dinge der technischen Analyse zu kombinieren. Und jetzt auf zum Bernd. So, jetzt wird der Bildschirm mal ein Stück weit geswitcht. Und gleich kann ich dir sagen, Bernd, jawohl, ich sehe den Selection Screener in absoluter Reihenform. Jo, ich hoffe doch. Absolut. Ja, perfekt. Ja, wir haben ja hier, wie du eben schon gezeigt hast, die neuen Buttons jetzt hier oben, weil wir hatten insbesondere im Dezember so viele Signale, dass wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen sortieren hier, weil wir haben jetzt auch den US-Dollar gegenüber dem Kan-Dollar als Währung mit drin. Der kommt dann hier unten nochmal am 23. Und das waren so viele Signale. Jetzt haben wir hier schön sortieren, können wir schön sortieren nach den ganzen Assets, sage ich jetzt mal. Und ja, da fallen halt aufgrund des Screeners und wie du eben schon gesagt hast, man kann S&P 500 Werte. Wie finde ich dann Wert, der besser abschneidet als der Markt? Oder wo kann ich Statistiken nutzen? Das liefert uns natürlich alles der Seasonal Bull Selection Screener, der aufgrund der Historie halt die vergangenen Daten auswertet und dann bestimmte Parameter und Chance-Risiko-Verhältnisse ableitet. Und wir haben jetzt hier in dieser Liste, wenn man ganz kurz erklären darf, ich habe zwei Aktien rausgesucht. Einmal die Cancom, das ist eine deutsche Aktie, die ist im S-DAX und im MDAX gelistet. Und dann noch eine amerikanische Aktie, die Everest Re Group. Das ist ein amerikanisches Versicherungsunternehmen, vergleichbar mit der Münchner Rückversicherung in Deutschland, nur halt in den USA. Und die fallen mir halt auf. Da kann ich hier im Bookmark setzen. Warum fallen die mir auf? Ja, die bieten, ich schaue mir den Chart an, wenn ich jetzt hier reinklicke, ich kann jetzt hier mal auf die BE Semiconductor klicken, dann sehe ich immer sofort die Verhältnisse rein statistisch, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, mit Startdatum, Enddatum des Patterns, wie viele Tage das, also Handelstage das Pattern dauert und über wie viele Jahre was erzielt wurde. Und so kann ich Aktie für Aktie durchklicken und dann muss ich nicht alle 500 Werte durchklicken beim S&P. Und das sind die Signale rein anhand der Statistik der letzten 30 Jahre.
Hier haben wir sogar hier ein Pattern von der Applied Materials. Das geht sogar über 38 Jahre, startet allerdings erst am 2.2. Aber hier sind Statistiken drin, die gehen Jahrzehnte zurück. Und das sind halt die Werte, die vom Seasonal Bull gescreent werden und die dann in dieser Tabelle ausgeworfen werden. Und wir starten heute zum Beispiel bei der Cancom, da gehe ich jetzt näher drauf ein. Wenn ich jetzt auf den Wert klicke, hier haben wir uns über den EMA 200 und den EMA 50. Wenn die grün sind, dann bedeutet das, dass der seit 5 Tagen über dem EMA 50 notiert und seit 99 Tagen unter dem EMA 50. Und das sieht man jetzt hier im Chartbild, dass der Abwärtstrend natürlich glasklar abwärts ist. Das sieht man an der 99. Unter dem EMA 200 meinst du 99 Tage? Ja, 99 Tage unter dem EMA 200. Habe ich? Ja. Genau. Im Wortgefecht hast du zweimal EMA 50 gesagt, nicht, dass die Zuschauer sich da wundern. Also, aber ich will kurz, Daniel fragt gerade, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ich bin ja schon der Meinung, dass wir das ab diesem Jahr wieder konsequent in unserem YouTube Kanal verewigen werden. Und insofern, lieber Daniel, share den Link von unserem YouTube-Channel gerne mal rein. Da hast du übrigens auch die täglichen Livestreams am Start. Genau, da werden wir es dann auch hochladen. Das mal als Randinfo. Sorry für die Unterbrechung, Bernd, aber kein Problem. Aber ich meine, EMA 200, EMA 50 und Rot ist natürlich seit 99 Tagen unter dem EMA 200. Und das sieht man natürlich ganz klar hier sofort im Chart hier. Ich kann noch ein bisschen größer, noch kleiner machen. Der Abwärtstrend ist natürlich gnadenlos intakt, aber rein statistisch hat diese Aktie vom 10.01. jetzt mal ein bisschen größer wieder den Chart hier, zeigt es ja nochmal im Guidance, da kann man ein bisschen besser zeichnen, dann zeichnen wir das nochmal nach. Rein statistisch hat diese Aktie mit Start heute, und die Aktie ist heute schon leider ein bisschen weggelaufen, das Chance-Risikoprofil aktualisiert sich jede Stunde. Mit Start heute Morgen wären wir vielleicht hier reingekommen, aber wie auch immer. In den letzten 20 Jahren hat über den Zeitraum von 17 Handelstagen diese Aktie eine Erwartung gehabt von 12,818% nach oben, also die Chance hier nach oben. Und das Risiko lag bei 6,17%, was einem CAV von ungefähr 2 ergibt. Und 20 Jahre ist schon mal eine Ausnahme. Und die Trefferquote, das ist auch, da werden nur Trefferquoten über 75% angezeigt. Und die Trefferquote lag bei 78,95. Und diese Aktie schauen wir uns jetzt nochmal näher im Guidance an. Weil da kann ich einfach nochmal ein bisschen schöner zeichnen. Schauen wir uns diese Aktie an hier. Cancom haben wir sie. Ich habe jetzt mal das langfristige Bild mit reingenommen. Und da sieht man schon, klar, den krassen Abstieg hier seit Ende letzten Jahr, also das ganze letzte Jahr einfach durchgehend abwärts. Tendenziell aber mit einer großen Range seit 2017. Hier dieses Unterstützungsniveau wurde kurz durchbrochen. Und genau jetzt, mit diesem Pattern, was ich eben gezeigt habe, könnten wir genau an dieses Widerstandslevel ranlaufen, was bei 35,50, ich will es jetzt nicht auf einen Cent genau festmachen, aber dieses Niveau hier rund um die 35,50 ist ein Niveau, was die Aktie jetzt durchaus anlaufen könnte. Wie gesagt, du hast ja anfangs gesagt, keine Handelsempfehlung. Ich würde diese Aktie jetzt nochmal genau beobachten am heutigen Tag. Jetzt gehe ich mal ein bisschen ins kleinere Bild. Denn die zieht richtig an. Jetzt ist der Kurs schon ein bisschen weggelaufen, leider. Aber wenn ich mir die Zahl nochmal vom Seasonal Bull genau anschaue, dann haben wir eine Chance jetzt vom aktuellen Niveau von 12%, 12,2 und unten 6,17. Und wenn ich das jetzt einzeichne, dann haben wir eine Chance vom aktuellen Niveau. Die geht hier 12%, wie vom Seasonal Bull vorhergesagt. Das wäre genau dieses Level. Ja, Prozent genau bekomme ich jetzt nicht hin. Das wäre genau dieses Level. Und ein Risiko haben wir dann halt von 6, noch was, dieses CRV. Und das wäre dieses Niveau ungefähr. Da haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 2. Und jetzt scroll ich das nochmal raus. Wo setzt man jetzt den Stop-Loss? So, ein bisschen größer machen noch.
Ja, jetzt wird spannend. Der Stop-Loss wäre mit dem Einstieg heute genau unter dem Tief dieser, wir nennen es mal Power-Candle, die hat schon richtig Dampf drin gehabt gestern. Und die heutige Candle zieht natürlich direkt durch. Den Stop-Loss könnte man dann hier unter dieses Tief setzen. Oder, wer es ganz aggressiv mag, könnte natürlich den Stop-Loss auch unter dieses Tief der heutigen Kerze setzen. Dann hat man einen CRV von fast 3. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist ein interessantes Level. Somit könnte diese Aktie, und gehen wir ein bisschen raus, jetzt zeichne ich die, also mein präferiertes Szenario wäre, muss ich aufpassen mit dem Zeichnen hier, zeichne das jetzt hier. So, während Bernd der Zeichner ist, muss ich sagen, genau das ist ja eigentlich das, während du gerade zeichnest zumindest, aber das ist genau die Aktie, oder besser gesagt, die Möglichkeit des Screenings, weil du jetzt genau diese Aktie eben identifiziert hast mit diesem innerhalb des Abwärtstrends, wo bemerkt, korrektiven Aufwärtsimpuls. Wir haben ja gestern, sagen wir mal, neues Mehrwochenhoch gesehen, ein Close auch. Also die Kerze gestern war echt schon stark. Heute geht's weiter nach oben. Wir sehen neue Reaktionshochs. Also grundsätzlich ist das genau dieses, ich sag mal, Zünglein an der Waage, wo man sagt, hey, hier passen einfach verschiedene Parameter zusammen und du siehst am Ende des Tages, dass das Potenzial, das Statistische, genau in diesen Widerstandsbereich reinreicht. Ob die Aktie dann darüber hinaus eskaliert, ist jetzt gar nicht Thema oder Schwerpunkt. Hier geht es einfach nur darum, dass du einen interessanten Wert hast, der dir sozusagen geliefert wird, um einfach hier aktiv daran teilzunehmen. Und wir bei JFD bilden das ja auch mit CFDs ab. Das heißt, du kannst natürlich auch die Short-Richtung traden, beziehungsweise kannst das Ganze dann auch gehebelt auf dem kurzfristigen Wege versuchen mitzunehmen. Ja, da mal auch das Risiko beachten, aber grundsätzlich ist das genau das, wo ich sage, meine Güte, das gab es eben vor 10, 15 Jahren in dieser Art nicht, ja, schon mal gar nicht automatisiert, dass man einfach sagt, ey, pass auf, welche Aktien sind denn jetzt mit Blick auf die nächsten 2, 3 Wochen interessant? Wusch, auf den Chart geschaut und dann läuft so eine Aktie rein statistisch mal genau in den Widerstand. Ob das so passiert, hey, wir haben alle keine Glaskugel, wir wissen es nicht, aber es ist zumindest einfach ein schönes Ratio und darum geht es doch, dass man ja lukrative Chancen identifiziert, wenn man dann eben auch an den Märkten aktiv handelt. Zumal man, wenn das Ding jetzt über 35 raus eskaliert oder 36 Euro macht, man sogar einen kompletten Turnaround einfangen könnte, aber darum geht es ja im Schwerpunkt gar nicht. Ja, genau. Deswegen hat ja nochmal die blaue Linie hier eingezeichnet, die vertikale. Das Pattern läuft bis zum 2.2., das ist diese Linie hier. Und Chance-Risikoprofil angepasst. Also da müsste jetzt schon richtig Dampf reinkommen, damit er dann direkt oben, also die Aktie direkt oben rauszieht. Aber das Pattern sollte man handeln und dann auch eventuell mal einen Stop-Loss nachziehen, oder immer. Aber das habe ich auch schon auf den Intraday-Trade eingeleitet und dann doch als Swing weiterlaufen lassen. Vielleicht nimmt man eine Teilposition raus und lässt den Rest dann einfach mal laufen. Aber das wird schon. Also dieser Widerstand, das sieht schon ein harter Brocken, den die Aktie wahrscheinlich nicht im ersten Anlauf überwinden wird. Aber darum geht es auch gar nicht, wie du schon sagst. Wir haben hier unser Pattern, das läuft bis zum 2.2. Und von daher ist das Chance-Risikoprofil mit den Stats, die wir haben hier. Und das sind starke Stats mit fast 80% Trefferquote. Und also interessante Aktie. Muss man nur sehen, wie man heute noch, wie gesagt, der Kurs ist heute Morgen schon direkt ja ein bisschen zu früh gestartet, will ich mal sagen. Eine kleine Seitwärtsbewegung heute wäre nett gewesen und dann heute Abend einsteigen. Aber so ist es. Du, bevor du jetzt auf die zweite Aktie gehst, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, klar, man kann jetzt auch darauf spekulieren, dass die Aktie irgendwie nochmal in Richtung 31 sogar zurückfällt, ja, oder eben da nochmal reindippt in die gestrige Tageskerze. Das ist eben total hochgradig individuell. Aber diese Stats, die wir ja hier sehen, die beziehen sich eben auf den Close, also Schlusspreis vom heutigen Tag und dann eben Schlusspreis vom 2.2. Und alles dazwischen ist im Prinzip hochgradig individuell, was man macht, ob man Teilgewinn mit einem Stop nachzieht. Keine Ahnung. Das ist zumindest mal der statistische Datensatz und theoretisch kaufst du den Close. Ob das jetzt 31 Dollar oder ob wir jetzt hier im Prinzip in dem Niveau von 32, 31 oder 30 sind, das ist die Gretchenfrage. Letztlich zählt der Close. Ja,
völlig korrekt beschrieben. Und ich habe jetzt hier nochmal für alle, die das Tool mal nutzen möchten, hier haben wir auch hier, es gibt drei Pattern. Also eins startet heute. Das liegt ein bisschen weiter in der Zukunft. CRV nicht ganz so toll. Und dann startet noch eins am, was ist das, 25. Januar. Da sieht das CRV natürlich mega aus, aber bis dahin müssen wir erstmal abwarten. Also rein von der Statistik her, auch was die kommenden Pattern angeht, dürfte die Aktie durchaus zulegen. Auch aber gut, dass du das gerade noch zeigst. Ja, mit den, ja. Sag ich mal, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, was ist denn das da unten? Das wird übrigens alles im Handbuch beschrieben zu diesem Template, was man sich einfach auf dem MetaTrader aufsetzt, dass du da praktisch bei SB33, das heißt einfach, wenn man mehrere Pattern hat, wie Bernd gerade gezeigt hat, also siehst du eben, wann die starten. Und für die Aktie selbst ist natürlich interessant, dass du in der Zukunft auch noch bullische Pattern hast. Wie du jetzt schon sagst, so Ende Januar kommt sogar noch mal das Pattern, was wir jetzt gerade sehen, was der Aktie grundsätzlich eben einen bullischen Grundton verschafft am Ende des Tages. Ich habe auch die Saisonalität noch mal mitgebracht, hier von der Kencom-Aktie. Also für das erste Pattern, was ich eben vorgestellt habe, also bis in den Mitte Februar hinein durchaus weiterhin bullisch. Von daher auch saisonal betrachtet Rückenwind. Also Pattern, Rückenwind, Stats vom Seasonal Bull, Rückenwind, also das passt gut zusammen, wie aus meiner Sicht. Schöner Wert, definitiv. Werden wir weiter beobachten. So, jetzt rennt die Zeit und ich habe noch mitgebracht. Ah, jetzt werden viele. Wo ist sie denn jetzt hier, meine? Ha? Ja, glaube ich es denn. Habe ich doch eben noch gespeichert gehabt. Bernd mit seinen vielen Aktien, die er immer tradet. Ja, ich vor allem täglich trade. John Deere Aktie hat, wo ist sie denn? Mein Gott, ich habe die doch eben abgespeichert hier. Everest Reinsurance Group. Na, so zeigt er die jetzt. Ja, da ist sie. Ja, Mai. So. Das ist eine Aktie, ich habe die vorher angeschaut schon, aber das ist auch eine Aktie, die hat man einfach nicht auf dem Schirm. Bei so vielen Werten in den USA, die kann man nicht alle auf dem Schirm haben. Deswegen haben wir den Selection Screener, den ich jetzt nochmal kurz einblende. Und da haben wir diese Aktie hier, ne, kann Dollar, Yen. So. Diese Aktie mit dem Pattern und wie man an diesem Chart schon alleine sehen kann, ist die Aktie generell gegen die Aktienmärkte durchaus bullisch unterwegs. Und sie hat, wenn ich jetzt mal ganz langfristig zurückgehe, neue Jahreshochs, Mehrjahreshochs, All-Time-Highs gemacht. Und von daher diese Aktie auch interessant, weil das CRV auch bei 2,91 liegt, also fast 3. Und das auch mit einer Trefferquote von sogar über 80%. Und das über 27 Jahre, 18 Handelstage, läuft bis zum 16.02. Und wenn man sich diese Aktie dann in Guidance anschaut, und da habe ich noch eine längere Historie, weil ich hier als Datenquelle die New York Stock Exchange habe. Und wenn man da mal zurückgeht, dann ist die Aktie seit 2013 durchaus bullisch. Corona-Pandemie, klar, Absturz. Aber wenn ich mir diese Entwicklung jetzt hier in diesem Jahr anschaue, also Aufwärtstrend, klar, Konsolidierung und jetzt richtig Vollgas entgegen S&P, Nasdaq, Dow Jones, geht die Aktie durch die Decke. Und wo finde ich jetzt Cluster? Was kann ich jetzt an dieser Aktie, na, die ist schon super gelaufen, da denkt jeder, jetzt muss ich auch nicht mehr einsteigen, aber die Stats kommen ja nicht von ungefähr. Klar, 80% bedeutet nicht 100%. Das heißt, 20% bestehen immer noch, dass es nicht so kommt, wie in den Stats stehen. Aber interessant ist bei dieser Aktie, und jetzt kommen wir wieder zu diesen Clustern, und das ist mittlerweile Unterstützung, die Aktie ist hier reingelaufen, knallt runter, durchbricht diesen leichten Aufwärtstrend, kommt nochmal hier und macht einen Doppeltop. Und dann erstmal wieder seitwärts, abwärts. Aber das Interessante ist, das wirklich Interessante ist, in dem Moment, wo die Aktie, und das mit richtig Dampf, 1, 2, 3 Kerzen voll durch dieses ehemalige Widerstandslevel bei 305 durchgebrochen ist, schießt die Aktie nach oben durch. Und jetzt wirklich der Klassiker, wie man ihn eigentlich nur aus dem Lehrbuch kennt, kommt der Rücksetzer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage lang Rücksetzer. Genau, aber wirklich genau, punktgenau an dieses Level bei 305 zurück. Die Aktie fängt sich, stabilisiert sich, macht ein neues Hoch an dieser Stelle und bildet jetzt wieder einen leichten Aufwärtstrend. Und mit diesem Bruch, ich zeige das mal eine horizontale Linie ein, dass, also mit diesem Bruch dieser Linie hat die Aktie schon wieder also an Dynamik gewonnen. So, und auch hier nochmal kurz den Seasonal Bull. Wir haben hier eine Chance von fast 11% mit dem aktuellen Kursniveau. Die Kurse, die hier stehen, sind übrigens die New Yorker Kurse. Deswegen aktualisiert sich das Profil im Seasonal Bull noch nicht, weil das sind wirklich dann New Yorker Kurse. Und wir haben eine Chance von 11% und ein Risiko von 3,75%. Auch hier mal ganz kurz, Seasonal Bull, Everest Group, hier nochmal im Januar über die letzten 15 Jahre ein kurzer Rücksetzer, um dann aber auch weiter Richtung Februar nach oben durchzustarten. Von daher könnte ich mir jetzt folgendes Bild vorstellen, dass die Aktie nochmal einen kurzen Rücksetzer macht. Immer mal im Zeichen wieder aufpassen hier. Ich krieg das nicht hin, Chris. Wie machst du das immer? Wenn ich zu nah an der Kerze ansetze. Einfach, du musst einfach wirklich, sagen wir, 3, 4 Parameter vorher, so als würdest du auf der Kerze denken und dann schiebst du praktisch das gezeichnete Bild zur Kerze. Das ist so ein bisschen der Running Gag. Da. Das muss man sich mal ein Stück weit angewöhnen. Ja, ich weiß. Das ist echt eine Herausforderung, sagen wir mal. Ja, ich könnte mir vorstellen, aber ganz kurz, diese Aktie wirklich ist auch wieder so ein relativer Stärke-Case, wo man einfach sagt, wie du schon sagst, wie findest du denn so eine Aktie? Klar, es gibt so verschiedene Finins oder gibt es ja andere Tools, aber hier hast du immer gleich die Kombination auf noch einen Zeitraum bezogen, um eben auch solche, sag ich mal, Schmankel zu finden. Das ist ja wirklich hochinteressant, weil du siehst A, die relative Stärke und B, natürlich dann noch einen positiven Bias für eine bestimmte Zeit und ob du das Ding jetzt long-term nutzt, einzukaufen oder einfach nur für die 4 bis 24 Tage, letztlich ein hochinteressanter Wert. Also super Pick. Ja, sehe ich genauso. Ich wollte mal kurz den Screener nochmal einwenden, weil, wie du schon sagst, wo finde ich solche Aktien? Ich meine, ich hätte, Everest Regroup, ich habe es irgendwann mal gehört vor ein paar Jahren, aber ich werde nie diese Aktie ständig auf meinem Schirm haben. Und da habe ich jetzt halt den Screener, wo ich sage, okay, das ist eine Aktie, die schaue ich mir mal an, da klicke ich einmal hier auf den Chart und da weiß ich sofort, wow, wenn ich allein diese Entwicklung in diesem Bereich hier sehe, wo ich jetzt hier mit der Maus rumspiele, da weiß ich schon, boah, die hat Stärke, die generellen Aktienmärkte sind gefallen, die schaue ich mir mal genauer an. Und dann habe ich sofort hier mein Pattern und mein Setup und sage, okay, die Aktie ist interessant und dann schaue ich mir die halt im Detail an, wo könnte man einsteigen, wo könnte nochmal ein Rücksetzer kommen, schaue mir hier auch die Saisonalität an, okay, vielleicht nochmal ein Rücksetzer im Januar und somit komme ich dann, das ist ja nicht viel Arbeit, ich meine, schaut man sich am Wochenende oder am Abend, schaut man sich die Signale an und dann weiß man sofort, okay, da kann ich jetzt mal handeln und ich zeichne jetzt, weiß nicht, Chris, Zeit ist durch, aber könnt jetzt auch noch das Profil einzeichnen. Im Prinzip gar nicht notwendig, weil ich meine, du siehst auch im Selection Screener, dass du bereits schon Ende Januar Pattern hast, ja, also dass man wirklich hier im Prinzip ganz entspannt, wie du schon sagst, das ist immer so ein Working Bias, wenn man sagt Sonntagabend oder Montagabend, dass man sich einen Tag in der Woche nimmt, wo man den Selection Screener anwirft und da einfach mal die interessantesten Aktien identifizierst, um eben nicht nur Intraday zu handeln, sondern eben auch hier wirklich auf Swing Trading Basis. Und darum geht es genau beim Seasonal Bull, dass du einfach Swing Trades identifizierst. Und da hast du eben auch Indizes und Währung, aber Fokus Aktien. Und wie gesagt, da nicht Penny Stocks aus Kanada oder irgendwelche Rohstoffminen oder Cannabis-Aktien. Du hast einfach da einen gesunden Mix aus wirklichen, sag ich mal, Großunternehmen, die eben in Europa/USA notieren. Das sind so 700 Stück. Und da bist du erstmal gut gesegnet, ja, weil wenn du so ein Tool hast, was dir, ich sag mal, valide Aktien, wo sind wir da bei 8 bis 10.000 Aktien weltweit, dann ist das einfach eine viel zu große Anzahl, ja, die auch kein Mensch handeln will oder kann.
Aber hier bist du wirklich dann mit einem interessanten Setup und jetzt hast du auch die Zeit genutzt, um das mal so ein Stück weit da einzubringen, wenn man jetzt einsteigt oder wenn man eben hier, wie du schon sagst, ein Stück weit noch eine Schwäche im Januar nutzt, um diesen Pullback, und das ist eigentlich diese blaue Linie, die du hast, das ist hochinteressant, ja, dass man eine mögliche Schwäche nochmal nutzt, um dann eben hier auf das Pattern dann aufzuspringen, weil das natürlich dann genau das, wo du sagst, da ist auch der technische Analyst ein bisschen gefragt. Ausbruch, Pullback mit Rückenwind von einem Seasonal Pattern, also das ist schon, das ist das, was man eigentlich wirklich sucht, und das ist genau das, was einem so ein Tool bieten kann, und insofern ist es wirklich, wirklich interessant, da ja einfach da zu identifizieren. Insofern nutzt die Chance, wie gesagt, in den Chats findet ihr unseren YouTube-Kanal, da kommt, weil ich es jetzt gerade auch sehe, nochmal eine Aufzeichnung, da kommt die Aufzeichnung auch in den nächsten Stunden rein, spätestens morgen soll das auf unserem YouTube-Channel in dem Button Cluster-Analyse zu finden sein. Ansonsten nutzt die Chance, da den Newsletter zu abonnieren oder probiert einfach das Tool mal für 4 Wochen oder 3 Monate aus, um einfach zu schauen, ob das einen Mehrwert für euch bringt. Am Ende des Tages ist es definitiv eine große Hilfestellung, um an den Märkten zu navigieren. Bernd, also ich sage, tolle Werte ausgesucht, die ich jetzt sozusagen mit meinem Vorgeplänkel ja jetzt so speziell nicht identifiziert. Ich hatte die Aixtron als Aktie, aber auch spannend, die haben wir nicht im Seasonal Pattern, aber es ist eine rein charttechnisch sehr interessante Aktie, die auch saisonal gar nicht so schlecht in Q1 verweilt, aber jetzt eben nicht speziell solche Pattern noch aufwirft, die dann sozusagen in Kombination mit der Charttechnik ja einfach noch ein bisschen mehr Würze mit sich bringen. Jetzt haben wir eine gute Stunde sogar schon voll gemacht. Bernd, insofern bedanke ich mich für den Jahresauftakt, für deine Zeit. Will hoffen, allen Teilnehmern hat es auch gefallen, während du hier noch ein Stück weit Kalligrafie betreibst für die Aufzeichnung. Aber ich sage auf jeden Fall, ich habe das Enddatum nochmal eingetragen. Jetzt passt es alles. Jetzt bin ich zufrieden. Ah, jetzt hat der Bernd auch nochmal seinen Finish vollzogen hier. Finishing him, wunderschön. Schön gezeichnet, schöne Darstellung. Wie gesagt, keine Handelsempfehlung, Leute. Ihr wisst das, jeder handelt auf eigenes Risiko. Und wir wissen alle nicht, was in der Zukunft passiert. Wir können uns nur mit gewissen Rahmenparametern ja ein Stück weit ein Edge verschaffen. Und genau das tun wir hier in dem Webinar. Insofern seid ihr auch eingeladen, wieder im Februar dabei zu sein, wenn es wieder heißt Cluster Analyse. Mal sehen, welche Werte wir dann identifizieren. Und das ist auch so ein Tenor, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir werden auch die Werte, die wir heute besprochen haben, nochmal in der Retro-Perspektive anschauen. Ne, Bernd, das haben wir auf der Agenda, beziehungsweise wir traden auch die ein oder andere Aktie. Insofern seid gespannt, was wir da in diesem Jahr für euch noch auf den Weg bringen. Also, Bernd, dir in erster Linie Dank, allen Teilnehmern vielen, vielen Dank für eure, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, meine Güte, genau, ein simples Wort, aber genau das fiel mir nicht ein. Für eure Teilnahme, Aufmerksamkeit, für euer Dabeisein. Und insofern habt ihr euch wohl im neuen Jahr und wir freuen uns, wenn ihr uns demnächst wieder beehrt. Ich schließe mich an und sage Servus und Ciao. Ciao, ciao. JFT, just fair and direct.